Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ihr habt euch eigentlich einen zweiten Teil für das Fragenvideo gewünscht. Ist jetzt auch irgendwie so eine abgewandelte Form. Wir spielen heute das Spiel Wer würde eher? Ich glaube, jeder kennt es eigentlich. Wir müssen uns das nicht erklären. Wir haben leider keine Schilder, weil wir nochmal im Auto sitzen. Deshalb zeigen wir einfach auf die Person, auf die es eher zutrifft. Und jetzt geht's los mit dem Video. Wer würde eher ein Jahr lang in der Wildnis leben? Wir zeigen dann aufeinander noch und so runterzählen, okay? Okay. 3, 2, 1. Nein! Weißt du was? Ich wollte eigentlich auf mich zeigen und dachte auch so, ja, eigentlich bin ich eher der Typ dafür. Und dann dachte ich, aber ich bin so pingelig mit Sauberkeit, das passt gar nicht. Das stimmt. Ich habe gedacht wegen Spinnen. Ich habe nur an Spinnen gedacht eigentlich. Aber ja, mit der Sauberkeit, ja, da hast du recht, ja. Und dann ist alles krümelig? Ja, nee. Das ist schon nicht so meins. Also, aber Hauptsache, du willst ins Dschungelcamp, genau. Ja, das ist ja was anderes. Okay, wer würde eher ein Jahr ohne Social Media machen? 3, 2, 1. Nee, okay, warte, stopp, anders. Ich glaube, wäre es Social Media konsumieren, könnte ich das eher weniger. Weil du chillst viel mehr auf TikTok, aber Social Media produzieren könntest du eher. Ja. Glaube ich herzlich. Wer würde eher auswandern? 1. Wobei, Leute, ich habe gerade eine Spanien-Phase. Oder eine Italien-Phase. Ich hätte gerne wieder gutes Wetter. Ich habe jetzt auch keinen Zeitraum gesagt. Hier steht auch manchmal für ein Jahr oder so. Oh. Na gut, dann wir beide. Aber auch immer noch du mehr. Wer würde eher eine Woche nicht duschen? 3, 2, 1. Wer würde eher Nutella mit Butter essen? 3, 2, hallo, oh. Excuse me, 3, 2, 1. Ich hab's heute gegessen. Stimmt. So, aus der Frage können wir vielleicht ein bisschen mehr machen. Mhm. Wer würde eher schwanger werden? Ich dachte, du machst jetzt auf dich und dann weil müssen wir die Diskussion erklären. Naja, nee, weil vom Ding war ich voll so, ja, hä, würde ich safe machen, auch so als Erste, aber vom Alt... Oh, ich dachte, du bringst jetzt so ein neues Argument, was ich auch noch nicht kenne, weil du so, aber, ich dachte, jetzt kommt's, aber ich will das gar nicht mehr, ich war so, excuse me, wann haben wir darüber geredet? Aber vom Alter haben wir einfach gemerkt, wäre es am total sinnvollsten, würde meine Mutter erst schwanger werden. Also wir würden das beide wollen, aber ja, aufgrund der 3,5 Jahre und da wir ja nicht auf dem traditionellen Weg schwanger werden würden, wäre das der Fall. Wer würde eher einen spontanen Urlaub machen? Oh, wir beide. Ich würde das auch machen. Okay, warte. Okay. Ich würde dann auch auf dich zeigen, aber eher auch aus dem Grund, dass du keinen Job... Also, ja, sorry, du hast einen Job, aber nicht so einen festen... Okay, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe eher daran gedacht, dass ich dich auch schon mal mit einem Urlaub überrascht habe. Ah, ich habe an Barcelona gedacht. Ja. Hä? Ja. Würdest du jetzt sagen, lass mal morgen nach Italien? Dann wäre ich so, Bro, ich habe kein Geld. Würden wir schon beide. Wir hätten beide Bock. Ja. Aber ich habe dich schon mal damit überrascht. Um es nochmal kurz anzubringen zum zweiten Mal. Ja, die stimmt doch. Danke, Spazi. Wer würde eher dem anderen Frühstück ans Bett bringen? 3, 2, 1. Ganz klare Sache. Jeden Morgen wache ich auf zu... Ich habe so Hunger. Ich habe furchtbar dollen Hunger. Ich muss dazu sagen, ihre Love Language ist auch richtig doll Acts of Service. Erstens. Und zweitens muss ich auch zu meiner Verteidigung sagen, dass ich auch jeden Morgen arbeite. Und sehr starken Hunger habe. Aber würdest du jetzt jeden Morgen fest arbeiten und ich hätte nichts zu tun, dann würde ich dir auch Frühstück machen. Wer würde eher am Triathlon teilnehmen? Niemals in meinem so Leben. So dick nicht. Aber die mag nicht mal spazieren gehen. Was ist nochmal Triathlon? Rennen, so den Schwimmen, Fahrradfahren. Oh Gott, da würde ich mich auch gar nicht sehen. Oh Gott, meine Nägel. Ich würde eher Fahrrad fahren. Ich finde das beide scheiße. Ich würde am ehesten schwimmen. Und ich kann echt gar nicht so gut schwimmen. Also so auf Dauer. Ja, ich auch nicht. Kennst du ja. Ach ja! Okay, ganz dick. Wenn wir im Urlaub sind oder irgendwo, wo ein Pool ist, ich denke mir zum Aufwärmen ist halt voll gut mal zu schwimmen oder im Meer. Sophie hat gar keinen Bock. Sie schwimmt eine Bahn mit mir und ist dann so, nee. Viele fragen hier einen Mann küssen. Die sind warum? Monogam. Ja, ich glaube, die meinen in der Theorie, wenn wir nicht zusammen wären, spazieren. Wer würde eher jemanden stalken? 3, 2, 1. Ich hab... Nee, das kann ich nicht sagen. Die guckt das vielleicht. Nevermind. Ich wollte gerade sagen, ich habe Personal Training angefangen. Ach, nur mit zu chillen. Das ist mega gruselig, wenn die das sieht und denkt, okay, du wolltest Sport machen. Bestimmt. Raus. Das so. War's. Vielleicht machen wir dazu auch irgendwann nochmal einen zweiten Teil. Ansonsten... Es kommen jetzt bestimmt, weil die Story haben wir eigentlich gerade erst hochgeladen und es kommen bestimmt noch Fragen rein. Deswegen glaube ich, ein zweiter Teil wäre ganz gut. Okay.
dann machen wir einen zweiten Teil, Leute. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Montag. Ciao. Tschüss.